Mit Wüstenstrom will Europa künftig einen Teil seines Energiebedarfs decken. Für eine neue Energiepartnerschaft der EU mit Nordafrika setzte sich Guido Westerwelle bei einem Treffen mit seinem marokkanischen Amtskollegen ein. Er will damit zugleich die Reformbewegungen in der Region unterstützen. Wer will, dass dieser Reformprozess erfolgreich ist, der hat auch ein Interesse daran, dass die wirtschaftlichen Beziehungen noch stärker, noch intensiver werden. Die Energie aus der Sonne soll in solarthermischen Anlagen im Norden Afrikas aufgefangen und dann über ein Netz von Stromleitungen nach Europa weitergeleitet werden. In Marokko soll 2015 das Pilotprojekt mit einer Leistung von 500 Megawatt entstehen.